Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Monkey Island 2 The Chuck's Revenge in der Special Edition. Ja, wir sind in der letzten Folge hier auf Skep Island angekommen, wurden natürlich direkt erstmal von Lago La Grande ausgeraubt und haben jetzt zumindest schon mal erfahren, dass es genau eine Sache gibt, mit der wir Lago hoffentlich besiegen können. Und das ist, glaube ich, auch momentan unser großes Ziel, nämlich eine Voodoo-Puppe von ihm anfertigen. Und ich hatte ja gesagt, ich wollte eigentlich nochmal da hinten hingehen. Und das machen wir jetzt natürlich auch direkt. Aha. Männer ohne Moral, Piraten, ein Eimer und ein Wäschereiarbeiter. Ich guck mir mal die Schilder an. No, we don't clean leather. Ja, schade. Not responsible for lost buttons or hooks. Doch. Not responsible for stains left on clothing. Moment, was? Also, sie sind eigentlich für gar nichts verantwortlich. What do you know about Lago La Grande? I don't know anything about cargo or contraband. I'm clean, clean, clean. Ich glaube, der ist etwas schwerhörig, kann das sein? Who are you? Sure, Sonny, I can get out stew. That's easy. I can also extract grog, spit, and swamp mud. That's because I'm Mad Marty. I'm mad about getting your clothes as clean as they can be. I got a laundry type question. Shoot. Would you be able to get out ketchup? Get out ketchup? What do you want me to do? nothing. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. It was stolen. Taking it bowling was a dumb thing to do. Ich glaube, okay, wir haben keinen Schein. Oops, I thought I wanted to talk to you, but I don't. Na gut, also wir haben noch keinen Abholschein, das heißt, wir können hier nichts abholen. Wir reden mal mit den Männern ohne Moral. Wir fallen natürlich gleich mit der Tür ins Haus. Remember me? I'm Guybrush. Do we know you? I'm Guybrush. You tried to sell me the minutes of a PTA meeting in the last game, claiming it was a map. I don't know what you're talking about. No, really. Why did you wake us up, Gorbush? What happened to your leg? It happened during a performance. That's what we do for a living now. You see, after our circus failed, we started a pirate catering business on nearby Fat Island. The sacking lunch. It was quite lucrative. Why aren't you still doing that? The governor of the island made us an offer we, couldn't refuse. Nope, we sold the business. We couldn't refuse. Schön. Schöne Anspielung auf der Pate an der Stelle. Yeah? We sank the money into one of those newfangled glass-bottom boats. We wanted to take passengers on sightseeing trips. And search for a place called Drinky Island in our spare time. Boy, did we ever want to get there. Aside from the obvious reason, we had inside information that Drinky was in fact the resting place of the legendary treasure of Big Whoop. Ah, das ist doch ganz gut. Big Whoop? Did you find anything? Not exactly. You see, we got a bit of a raw deal on the boat. Seems the salesman didn't have any glass for the bottom, so we just left a gaping hole there. By the time we noticed, we were taking on water, fast. We ended up stranded on a tiny desert island. Wie kann man das denn nicht merken? How much longer is this story? We met a philosopher on the island, and he told us something which changed our lives. What? What is it? What did he say? Tell me already. He told us that all the world is a stage and that we are merely players. So, we became performance artists. When he lost the leg, Frank was brilliantly showing the inseparability of the path man walks from the food chain. The symbolism of the cheese was essential.
You know, this leg is looking sort of dingy. Would you get some polish over at the woodsmith's and polish it for me? Give me money for the polish. Okay. Ah, cool. Is that your rat? Yes. We call him Munster Monster because of his insatiable passion for cheese. Ah, also im Englischen Monster ist auch, also für die, die es nicht wissen, ist auch ein Käse. Ja, bei mir könnt ihr teilweise noch was lernen. What are you guys doing up there? We're performing. Nein, nicht schon wieder. That's right. Performing. Ach so. In our current work, we portray man's response to global environmental issues of a changing world. Okay. We have to perform on that ledge. To show the precarious nature of the situation. So to speak. Right. Right. I think you're overlooking the potential symbolism to be gained by your closeness to the Earth. But... All right, you got us. We're really up here because... Well, we're afraid to come down. What? What's the word for it, Frank? Erdophobie, Bodenphobie, Landrattenphobie, totale Dummheit. Stupidity? It's the opposite of acrophobia. Something like... Orcaphobia. Fear of killer whales? Say what you will, we're not coming down. See you later. We can scarcely contain our anticipation. So, hier ist noch ein Eimer, den versuche ich mal einzustecken. Hey, leave that alone. Do you think you could let me have this bucket? No. Was? Please? No. Pretty please? No. Pretty please? No. Pretty please with sugar on top? No. Pretty please with sugar and a cherry? No. Pretty please with sugar, nuts, and a cherry? No. Pretty please with sugar, nuts, a cherry, and chocolate sprinkles? No. I really need it. No. Ach, verdammt. I really, really need it. No. Die müssen sich doch überzeugen lassen. I really desperately need it. No. It's a matter of life and death. No. If you don't give it to me, I'll never speak to you again. No. I'll be your best friend. No. I'll be your best friend forever and ever. No. Oh, come on. Be a pal. Oh, all right. Eine harte Verhandlung, aber wir haben es geschafft. Wir haben den Eimer bekommen. Ich weiß noch nicht, was man damit machen muss. Ich weiß es einfach tatsächlich nicht mehr. So, jetzt haben wir noch das letzte Schiff hier. Und ja, den Ort selber kenne ich natürlich noch, aber ich weiß nicht mehr, was man hier genau wie wo machen musste. Der Hotelier, der hat ein Gästebuch. Okay, wir gucken uns mal ganz kurz um. Hier ist ein Alligator. Only one guest. Yes, but that dang Largo eats like 30. Was heißt das hier? Schließe. Ah, okay. I'd have to have a room first. Excuse me, I'd like a room, please. Sorry, we only have one and it's full. Excuse me, I'd like a room, please. Sorry, we only have one and it's full. Na, schade, okay. Ich dachte, der sagt vielleicht noch was anderes. Oh, isn't that cute? Ja, der ist doch wirklich... Oh, isn't that cute? Kann ich mitnehmen? I could lose a finger doing that. I could lose a finger doing that. Ah, okay. Mal gucken, ob wir vielleicht trotzdem hier reinkommen. Hold it right there. That's a private room. No going up there. Ah, okay. Also, bringt uns auch nicht weiter. Das heißt, wir gehen erstmal wieder raus. Die Frage ist, Moment. Also wir haben ein Goldstück. Achso, wir können natürlich, genau. Wir gehen jetzt mal zum Zimmermann und holen da ein bisschen Politur für das Holzbein. In der Hoffnung, dass uns das irgendwie weiterbringt. Ja? Yeah. Could I buy some wood polish? That's one piece of eight. Anything else? I'd like to look around a bit. Sure thing. Okay, die Politur haben wir. Also wir haben jetzt
Eine Schaufel, Papier, ein Monokel, einen Eimer und Holzpolitur. Also ihr seht schon, das sind natürlich die Anfänge der Wimmelbildspiele. Nur, dass man hier nicht wimmeln muss. Okay, ich gehe mal... Ich weiß, hier geht's noch auf die Insel. Hier drüben ist eine Halbinsel, der Friedhof. Gott, ich weiß überhaupt nichts mehr. Da war der Strand. Wir gehen mal zur Halbinsel. Mal gucken, was wir da finden können. Ach, wir haben zumindest schon mal ein Hausboot gefunden. Übrigens, falls ihr euch wundert, ich trinke ab und zu mal so ein Schlückchen Kaffee zwischendurch gerade. Ich wollte eigentlich nur hingehen, gar nicht angucken. Also nur, falls man das mit dem Kaffeetrinken gerade gehört hat. Ist das Captain Dredd? Hallo? Hallo, Mann. My name's Captain Dredd. What can I do for you? Schön. Navy Dredd. Thanks, Mann. Thanks, Mann. Das ist so geil. I need to charter a ship. I can't charter you my ship because... A while ago, I lost my lucky sailing necklace. I called it my eye that has seen the world. I can't sail without it. No way, man. Besides, that mean and nasty guy Largo, he has an embargo on the island. No ships can sail in or out without his approval. There's no way he would let me leave. Ah, verdammt. Tell me more about that necklace thingy you lost. It happened some time ago. My navigator and I set sail for this legendary island. When we arrived, we were taken prisoner by cannibals. I escaped, man. But my navigator was not so lucky. All I found of him was one of his eyeballs. And I've kept it as a good luck charm. Gee, I think I've met your friend. Unlikely. I gotta run. Lots of treasure hunting to do. Okay. Bye, man. Come again. Also, falls ihr das... mit dem Navigator, das ist auch wieder eine Referenz auf den ersten Teil, deswegen sage ich ja, ich müsste, eigentlich hätte ich den zuerst spielen müssen, aber momentan habe ich den nicht, den ersten Teil, und kann ihn auch, selbst wenn ich mir ihn kaufen würde, ich habe gerade Probleme mit dem Internet, deswegen könnte ich ihn nicht runterladen. Wie komme ich denn hier wieder auf die It says, and I quote, Captain Dredd's ship charters, 20 pieces of 8, inquire within. Okay. Also wir brauchen eh noch 20 Goldstücke. Ich gehe mal zum Friedhof, mal gucken, was wir da finden können. Da ist auch noch der Sumpf. Die Musik ist einfach so toll. Ich... Man kann... Ich weiß echt nicht... Also anders kann man es nicht sagen. Ist echt toll. Graves that don't need to dress up. Stan. Here lies Hank Plank. Does anybody recognize that name? He didn't have any money on him when he died, and somebody's got to pay for the funeral. Stan. also auch Stan natürlich wieder eine Referenz auf den ersten Teil. Stan's Cozy Crypts. A place to spend eternity, not a fortune. The Quagmires. No trespassing. Quagmire? Es ist halt... Quarantine Tomb. Inhabitants died of green tongue fever. Oh, dann gehen wir lieber nicht zu nah dran. Also wie gesagt, Stan ist auch eine Referenz auf den ersten Teil. Den werden wir aber auch später noch kennenlernen. Marco Largo Legrand. Hell on sea or sand. The good news is, he's dead. The bad news is, he bred. There once was a girl named Carrie. Who thought that she soon should marry. She went into town and flirted around. She didn't get wed, she got buried. No man commanded Jean-Louis, not on land and not on water. Jean did whatever he did please, until he kissed the gunner's daughter. Schade. Here lies daredevil Jim McDowell. Hand of steel, leg of wood, Jim took every risk he could. A life of action, that was Jim's. Too bad he ran out of limbs. Das sind so schöne, es sind einfach echt so schöne Verse. Ich weiß nicht, wie man es anders bezeichnen soll. Es sind ja Verse, Reime.
The Grouts. No trespassing. Ah, okay, also hier kommen wir nirgends weiter. So wie es aussieht, dann gehe ich mal zu, oder? Ist hier noch irgendein, nee, hier ist tatsächlich nichts mehr. Das heißt, wir gehen mal wieder zurück. Hier mal noch den Sumpf. Würde ich sagen, gehen wir da einfach mal hin. International House of Mojo. Ich wollte eigentlich... I don't wanna touch it with my hands. Moment. Ah, ich habe eine Idee. Nee, mit Sumpf. I don't think that'll work. Moment, Moment. Wow, a whole bucket of mud. Ich weiß... Oh, mine. Ich weiß, man musste das machen, ich weiß aber nicht mehr, warum. International House of Mojo. Kann ich diese... Naja, gut. Also wie gesagt, so ein paar Sachen, an die erinnere ich mich halt noch. Deswegen weiß ich jetzt auch, dass wir da in den Sarg einsteigen müssen und gleich an einen der coolsten Orte überhaupt kommen. Es ist so schade, ich finde das Spiel so schön, dass ich eigentlich gar nicht wirklich viel reden möchte, sondern dass ihr das einfach nur genießen könnt. Es sieht einfach so toll aus. Also ich muss hier, das kann ich ja, muss ich nochmal ganz kurz zeigen. So sah es halt früher aus. Und das sieht doch echt toll. Also das muss man sagen, das haben sie echt schön gemacht. Das sieht echt toll aus. Batwax. Spider lungs. Spider lungs. Golden tongue. The 5-day treatment plan that helps you talk to women. Tender touch pirate powder. Prevents stump chafing and eye patch rash. They're unlabeled. Ode to Mojo, the mystical aroma of voodoo captured in a delightful potpourri. Skink toes. Cat dewormer. Cat dewormer. Ash to life, the uncremating cream. Ah, ich weiß, Ash to life brauchen wir später noch. It looks like bound editions of Voodoo Quarterly. It looks like bound editions of Voodoo Quarterly. Okay, wir gehen mal hier rüber. Guybrush Threepwood, it's been a long time since you last came to see me. Do I know you from somewhere? Ah, we often forget those who help us most. We do? It was I who told you how to do away with LeChuck. I told you where to find the voodoo anti-root and how to turn it into the powerful ghost-dissolving potion you needed. Oh, yeah, now I remember. Tell me about this Largo guy. He's a weak little man who bullies this whole island around. Most people are afraid of him because he was once LeChuck's right-hand man. Yeah, but LeChuck's history. I got rid of him myself. True evil can never be destroyed completely. You will see. Why don't you just put a curse on Largo? I've tried. My most powerful magic lies in voodoo dolls. But to make an effective doll, I need some items from Largo's person, and no one's brave enough to go get them for me. Na, wir sind aber doch Pirat, oder? What kind of ingredients do you need for the doll? Are you willing to help me make one? Maybe. To make it work, you need to bring me some personal artifacts of the victim. One from each of the four basic voodoo groups. Something of the thread, something of the head, something of the body, and something of the dead. Hey, that almost rhymes. For the thread, I need a piece of Largo's clothing, and a lock of hair will do for the head. Bring me a sample of fluid from his body, and from his dead relatives, you must acquire some remnant of a corpse. Here, take this shopping list. Thanks. Now go. Voodoo. So, wir haben eine Einkaufsliste. Ich versuche mal. I'll just take a little. It appears to be bolted to the table. Oh, na gut, dann können wir den gar nicht mitnehmen. Dann machen wir uns mal wieder auf den Weg zurück. Ich habe da nämlich so eine Idee. Der Largo hat ja ganz am Anfang, als wir in die Kneipe gekommen sind, da an die Wand gespuckt. Da hätten wir ja schon mal was vom Körper. War das vom Körper? Ja, ich war vom Körper. So, aber an dieser Stelle, Freunde, sind wir natürlich, ihr wisst es, wie immer am Ende der Folge angelangt.
Das heißt für euch, ihr müsst euch leider gedulden bis zur nächsten Folge. Die wird aber auch bald kommen, also keine Angst. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.